Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einherdi. Servus, grüßt euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's weit soweit gut. Ich sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt, Akku rein, glücklich sein, sagt der Harry immer. Gell? Heute geht es wieder um ein Power Exchange Produkt und zwar um das Power Exchange Produkt schlechthin. Mein Highlight 2022. Der neue Akku Power Exchange Staubsauger mit Auto Connect Funktion. Das ist mein absolutes Highlight auf das, wo ich wirklich, ihr wisst es, gewartet habe und jetzt ist er endlich da und ich kann euch vorstellen. So, der heißt TPVC3630RS Auto Solo. Solo bedeutet, es sind keine Akkus dabei, man sieht es jetzt hier nicht, normalerweise ist es immer, wenn dann, warte mal, es ist, wenn dann praktisch da kein Akku abbildet ist, dann ist der Akku nicht dabei. Aber es ist, glaube ich, bei den meisten Geräten mittlerweile so, glaube ich. So, Akku-Nass-Trockensauger, das heißt, du kannst trocken und auch nass saugen. Er hat einen Eco- und einen Boost-Modus. Beim Eco-Modus hat er 100 mm Ansaugleistung, beim Boost-Modus 150 mm Ansaugleistung. Das heißt, praktisch er hat zwei Geschwindigkeiten für die optimale Ausnutzung, entweder vom Akku oder von der Saugleistung. Das werden wir nachher ausprobieren. Dann hat er Zubehalterung, sodass alles griffbereit am Gerät ist. Vorne dort. Er hat eine Wasserentleerungsschraube, da wo du das Wasser rauslassen kannst, wenn du jetzt nass gesaugt hättest. Und ich habe das auch mit dem Kleinen probiert. Ich habe da extra ein Video gemacht mit dem Kleinen, mit dem da. Mit meinem kleinen Lieblingssauger. Da habe ich mittlerweile zwei von dem. Und dann habe ich auch mal einen Kübel Wasser ausgesaugt. Das geht wunderbar. Ja? Falls jemand das Video sehen will, ist in meinem Kanal. Wenn es nicht, schreibt es mir an. Dann tue ich es euch verlinken. Dann hat er natürlich die Connect-Funktion. Staubabsaugung praktisch, wenn du das Gerät einschaltest. Zum Beispiel dieses. Dann soll der anfangen zum Saugen. Und wenn du ausschaltest, hört er wieder auf. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Er hat einen hochbelastbaren Schlauch, 2,5 Meter lang, 36 mm Aufnahme. So dass der eigentlich auf die gängigen Adapter überall drauf passt und auf die gängigen Saugteile. Sehr flexibel und trittfester Schlauch, so wie bei den anderen neuen. Dann hast du einen Edelstahlbehälter mit 30 Liter, hat große Räder und Rollen für optimale Fortbewegung, hat einen guten, tollen Bügel, so dass das Ganze auch schön fahrbar ist. Hat 8 Kilo ohne Akkus, Saugrad teleskopisch und aus Edelstahl. Ist eine Fugen-, Kombi- und eine Polsterdüse dabei, Schaumstoff- und Faltenfilter und ein Schmutzfangsack ist dabei. Schmutzfangsack ist dabei. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt immer nur den Faltenfilter auf meinem Staubsauger. Ich saug eigentlich äußerst selten nass, so wie eigentlich fast gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also brauche ich äußerst selten. Ich habe sogar noch einen extra Nasssauger, zum Beispiel zum Sitzereinigen und so weiter. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, der ist vom Kärcher. Vielleicht kommt ja da mal was von Einheim. Den habe ich aber schon, der ist ja schon 25 Jahre alt bestimmt. Das ist im Groben und Ganzen das, was er hat. Wie gesagt, dieses zum Wasser rauslassen und so weiter. Du hast einen schönen wo die Akkus rein können, das ist ein Deckel droben, dass sie nicht zustauben. Ich habe das jetzt heute mal ein bisschen anders gestaltet wie sonst, weil ich habe von euch ein paar Bemerkungen gekriegt, wo es geheißen hat, du hast so, wenn du gerade jetzt so was Großes auspackst und zusammenbaust und so weiter und so fort, dann dauert immer das Video zu lang, dann wird es langweilig und deswegen habe ich es jetzt mal anders gemacht. Andererseits, Power Exchange, das neue Power Exchange Produkt, habe ich auch vergessen zu sagen, was ist Power Exchange? Power Exchange ist meiner Meinung nach die beste und schönste Akku-Plattform für uns Heimwerker, sehr zahlreich, sehr vielseitig, erschwingliche Preise, gute Qualität, ist meine Meinung. Und das ist Power Exchange, ist die Akku-Plattform von Einheim, die wo mein Leben verändert hat und vielleicht von euch jemanden das Leben verändert hat, aber das schreibt es mir sicher in die Kommentare. So, und jetzt habe ich das heute mal ein bisschen anders gestaltet mit dem ganzen Auspacken und so weiter. Und zwar so. Da steht er. Da steht er. Ich habe die anderen Sachen natürlich alle schon auspackt. Es ist dabei dieser Bogen mit diesem Ventil, wo ich mich immer nur frage, warum ich das brauche. Ich brauche es eigentlich, weiß ich nicht, ich nehme es nie. Dann haben wir das Edelstahl-Saugrohr, teleskopierbar, mit verschiedenen, rastet sauber ein. Sehr gute Qualität, ist bei meinen anderen Saugern auch so.
War noch nie irgendwas kaputt. Es ist dabei, die, unter anderem in Deutsch, die Bedienungsanleitung, Wartungshinweise, Sicherheitshinweise, Garantiehinweise und so fort sind auch dabei. Dann hat er natürlich auch Räder, die wo ich schon auspackt habe. Und zwar, du hast hier einen Sicherungsstift, dann hast du Mutterrad drauf, Beilagscheibe, da nochmal eine Beilagscheibe. Das Ganze führen wir dann da durch, hinten. Oder warte mal, wir machen erst die vorderen drauf. Dazu legt man um, nehmen die zwei vorderen Räder, wo dabei sind, hierher, einmal, zweimal. Dann steckt man die Achse rein. Da kann jetzt keiner sagen, das dauert mal zu lang. Der Harry ist flink, der macht es schnell, das Video wird so langweilig. Aber da würde mich vielleicht einmal eure Meinung interessieren, wie das ist. Lieber wieder komplett auspacken, so wie einpackt ist, oder was soll man machen? Wie gefällt es euch am besten? Da sind die Felgennabenkappen dabei. Die steckt man einfach drauf. Moment, Jos. Einmal. Zweimal. Und dann sieht es schon mal ganz super toll aus. Der rollt da super gut. Dann haben wir hier, so ist er aus der Schachtel gekommen. Dann haben wir hier einen Bügel. Dieser Bügel wäre aber auch höhenverstellbar. Du hast hier nämlich nochmal einfach hier oder hier. Du hast hier nochmal ein Ding, dann machst du es einfach so. Da hättest du nochmal ein Loch drin. Schrauben das fest. Nach oben. Wo ich mir Gedanken zum Video gemacht habe, übrigens, gell, denke ich mir, ah, ich muss ja nur die Kabellänge aufschreiben. Kabellänge beim Akkusauger. So schaut er aus. Oh, da ist ja noch was oben. Schau mal. Da ist noch was oben. Schauen wir mal. Diesen Anhänger gilt es zu beachten. Und zwar ist es wichtig. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines Power Exchange Produkts und willkommen in der eine Power Exchange Familie, also auch in meiner. Servus. Registriere das Produkt innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum online und verlängere kostenfrei die Garantie bei Geräten auf 3 Jahren und bei Akkus auf 2 Jahren. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, ein weiteres Gerät zu gewinnen. Also abscannen, dann einloggen, gleich euren Ding machen, dass der nächste Mal bloß wieder euer eigene. Hager, wie heißt denn? Wo ihr halt euren Namen das neu schreibt. Und dann könnt ihr alle Sachen, wo ihr kauft, von einem da immer gleich registrieren. So, dann schauen wir aber mal da rein. So schaut der praktisch aus. Mache ich mal das da oben runter. Nehme das raus. Das ist jetzt der Faltenfilter, wo ich gesagt habe. Den, wo ich immer nehme, der so ganz schnell wegmacht. Du brauchst das einmal hier machen. Dann kann ich schon runterziehen oder wieder so. Immer sauber schauen, dass das sauber da einrastet. Dass man das einmal festmacht. Das ist fest und ist gut. Dann haben wir hier einen sauberen Henkel. Hier praktisch für die Akkus, für die zwei Akkus. Mit einem sauberen Deckel. Dann haben wir hier einen Schalter. Und hier einen Schalter. Der Schalter, wenn du hier den Schalter auf 0 machst, dann ist praktisch die Connect-Funktion aus. So ist sie ein. Dann haben wir hier noch was, die Connect-Funktion. Das kommen wir nachher dazu. Und hier haben wir Eco und Boost. Also das Ganze fühlt sich wirklich gut an, schaut sauber aus, ist super verarbeitet und macht einfach was her. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen drin. Unter anderem zum Nasssaugen. Dann haben wir diesen Schmutzfangsack dabei, wo ich schon gesagt habe, habe ich noch nie genommen, liegen bei mir alle in der Schublade drin. Von alle Sauger, mittlerweile habe ich ja viele, ihr wisst es ja, der Charlie wird sagen, jetzt hat er schon wieder einen Sauger. Ja, so ist halt. So, dann haben wir da drin noch einmal für den Boden, wenn ich da drauf drücke, dann gehen die Dinger da raus. Die Borsten und der Gummi, dann kann ich den Boden sauber machen damit. Das ist dabei. Dann haben wir so einen dabei. Und dann haben wir, ja, da ist schon noch was drin.
Fugendüse. Und dann haben wir die Reduzierung dabei für die verschiedenen Geräte praktisch. Und wie gesagt, wir haben einen 36er Anschluss. Und der müsste eigentlich direkt darauf passen. So, dann haben wir hier noch was dabei. Ich habe mich schon mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit der Connect-Funktion? Mich interessiert es, ich weiß es, keine Ahnung. Dann haben wir hier da was dabei. Ein Ladeanschluss. Kabel. Ladekabel. Halterung. Wenn ich mir das so anschaue, so intuitiv würde ich sagen, gehört das so. Und dann kann man das irgendwie festigen. Aber jetzt holen wir uns mal die Bedienungsanleitung. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Hadi hat natürlich schon dieses Mal gespechtet, weil er so neugierig auf den Sauger war, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde es euch gleich erklären, sodass es auch keinen Fehler macht. So, dann haben wir erstmal den hochfesten, drittseriellen, super belastbaren, 2,5 Meter langen Schlauch. Und du hast natürlich eine Saugfunktion und hast aber auch eine ihr wisst es schon, da werden jetzt wieder Kommentare kommen, eine Blasfunktion. Du hast hier noch einen Filter drin, das ist ganz leicht zum Wegmachen. Da ist noch ein Filter drin. Einfach nach oben einhängen. Und dann sichern. Fertig. Dann haben wir hier die Klappe. Für die Blasfunktion gibt es nur beim Sauger. Und wie gesagt, wir haben hier die Schalter. Hier den Schalter für die Connect-Funktion. Und hier haben wir noch einen Schalter für die Koppelung. Und auch für die Koppelung haben wir hier einen Schalter. Ein Druckknöpfle, kein Schalter. Druckknöpfle. Dann haben wir hier die Ablagen fürs Zubehör. Der 30 Liter Edelstahlbehälter. Hier zum Abschrauben, fürs Wasser zum Entlassen. Da kann schon noch ein Zubehör hinmachen oder die Teleskopstange. Dann schrauben wir den da hin. Und da ist es jetzt wieder so, wenn du den hier einhängst, dann hast du hier eine Nase und diese Nase muss da rein. Ich bin so gespannt ohne Schmarrn. So, jetzt haben wir das schon mal dort. Dann haben wir natürlich, jetzt können wir hier, also bei mir ist es ja so, ich habe ja eine zweite Einheitwerkstatt mittlerweile, eine kleine, und die ist ganz auf Akku ausgelegt. Da ist es praktisch so, dass ich auch diesen Sauger mitnehmen werde, weil ich habe bis jetzt immer den da genommen. Und da vergesse ich immer den ein, also was heißt immer, sehr, sehr oft den einzuschalten. Dann tue ich mit dem Elektrohobel drüber und denke mir, hey, was ist jetzt los? Oder du tust dann mit dem Schwingschleifer oder mit dem Exzenterschleifer gestrüben, denkst du, warum staubt das jetzt heute so? Ist da irgendwas hin? Bis du wieder merkst, der Staubsauger ist gar nicht an. Und das sind die Sachen, wo ich mich riesig auf den gefreut habe, dass das einfach jetzt ein Ende hat. So, dann machen wir die anderen Sachen, machen wir hinten rein. Das ist halt super geil. Wie machen wir das hin? So. Und alles ist dabei. Alles ist am Mann oder an der Frau. Das ist natürlich super stark. Und jetzt sind wir natürlich riesig gespannt, wie das funktioniert mit dieser Connect-Funktion. Und das steht in dieser Bedienungsanleitung, weil der Harry schon nämlich gespäht hat das mal. Du sollst dieses Teil vorne am Staubsauger befestigen. Dieses Connect-Teil befestigen, festmachen.
Jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt, dann hast du hier diese Ding. Dann gehst du her, ich mache jetzt das was weg, nicht, dass es wegfliegt, das hebt. Dann gehst du her, schaltest hier, also wenn du, wir machen jetzt erstmal Akku rein. Das war Schraubenzieher. Es heißt, ab 3 Ampere optimale Ausnutzung vom Sauger. Ich nehme für sowas immer den 4 bis 6 A Akku. Da weiß ich nämlich, dass ich eine Zeit lang damit arbeiten kann. Ich habe ja diese Woche an meiner Saat ein bisschen was gemacht. Und da habe ich den Akkukompressor genommen, mit dem 4 bis 6 Ah Akku auf 4 Ah angestellt und habe wirklich eine halbe Stunde Tuschur, was abblasen, sauber gemacht. Eine halbe Stunde, ich habe extra auf die Uhr geschaut und hat der Akku jeweils nur 18 und 19% gehabt. Also perfekt. So, wenn wir jetzt hergehen und haben hier das auf 0, diesen Connect-Schalter auf 0 und schalten hier ein, dann läuft der Sauger. Ich muss sagen jetzt, eigentlich relativ leicht. Du hast jetzt 100 Millibar Ansaugleistung. Schalten wir auf 2. Da geht was. Weg geht's. So, jetzt wollen wir aber den Sauger als IWN hauptsächlich benutzen, um Geräte abzusaugen, ganz ehrlich gesagt, weil ich habe ja noch andere Sauger, die wo ich für das benutzen kann, was ich jetzt den nicht benutze. Also, dann gehen wir her und schalten den auf 1, hier, den roten auf 1. Dann schalten wir den anderen auch auf 1. Jetzt hören wir mal kurz, dass er was gemacht hat. Dann haben wir hier den Connect-Schalter. Den drücken wir, bis das Licht leuchtet, blinkt. Dann drücken wir auch gleich hier. Jetzt leuchten beide auf. Jetzt müsste er eigentlich geconnected sein. Das heißt praktisch, das heißt, wenn wir jetzt den hier anstecken, mit dem 36er Anschluss, der wo hier direkt aufpasst. Bei mir ist es aber so, ganz ehrlich, dass ich ab und zu Geräte habe, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wo jetzt das nicht so hundertprozentig gescheit hält, habe ich schon öfter festgestellt, dann habe ich einfach hier den Panzertipp rum und dann hebt es sauber. Und wenn wir jetzt hier einschalten, sollte der auch anfangen. Er saugt natürlich nach, er saugt sogar relativ lange nach, finde ich. Der saugt natürlich nach, sodass er den ganzen Staub, was du jetzt da zusammen gemacht hast, dass er das noch absaugt, aus dem Rohr raus und so weiter. Saugt danach, schalten wir auf 2. Sagen wir einfach geil. Das ist genial! Das ist genial! Ladekabel ist auch dabei, habe ich glaube ich schon gesagt. Gell? Also, und das Coole ist ja das, wir haben ja in unserer Werkstatt dann auch immer sowas. Schau, da lade jetzt ich gerade meine Kamera nach. Den Adapter, der ist top. Du kannst Telefon laden, ich lade mein Kamera-Ding, du kannst das Ding nachladen. Also sowas brauchst du in der Werkstatt unbedingt. Das ist ganz wichtig. Habe ich aber schon ein Video drüber gemacht, das heißt, glaube ich sogar, den braucht jeder. So schaut es aus. Ich freue mich riesig, ohne Schwan, ich finde es einfach genial, ich finde es einfach super genial, dass wir jetzt ein Gerät haben, wo wir unser Akkusystem absaugen können, egal was du hinmachst. Ich hole mal die Stichsäge. Egal was du hinmachst, dass wir das absaugen können, ohne zum Vergessen einen Staubsauger anzumachen. Da passt jetzt wieder super, schau. Dann müssen wir aber auch schon Akku reinmachen. Akku rein, zum Glücklichsein. Genial, ohne Schmarrn.
Echt genial. Echt genial. Das ist der Trick. Habt ihr gesehen? Oh! Durch Erschütterung von dem Sender fängt der Saugen an. Das heißt praktisch, wenn die Maschine vibriert, fängt das Saugen an. Sollte das mal nicht funktionieren, wenn das am Schlauch ist, wenn die Maschine jetzt zu schwach vibriert, dann soll man den Sender ans Gerät machen. Der Harry ist schon ein Hund, gell? So, das ist jetzt mein Highlight 2022, ohne Schmarrn. Das ist mein absolutes Highlight. Er ist super geil verarbeitet, er ist echt durchdacht gemacht, gerade mit der Nase vorne. Ich habe den anderen Sauger, wo ich erst gekauft habe, den mit der Staubklasse L habe ich erst gekauft und der hat den Bügel oben. Das finde ich nur noch mal geiler, wie das da. Finde ich nur mal geiler. Also das ist, aber ich tue euch mal das Video von der Staubklasse L-Sauger unten verlinken, könnt ihr euch anschauen, mit dem Bügel. Das finde ich richtig geil. Das wirklich, habe ich auch im Video gesagt. Das hätte mir jetzt gefallen, wenn der das vielleicht auch noch gehabt hat, aber es ist halt so, ist auch nicht weiter schlimm. Den Staubsauger gibt es auch schon in 36 Volt, aber nicht mit der Autofunktion. Und das ist der große Vorteil von diesem Sauger durch die Autofunktion. Wir vergessen nicht mehr das Gerät einzuschalten. Es ist einfach genial. Und ich muss einfach nochmal machen. Ausgeschalten. Einfach genial. Das ist einfach genial. Jetzt habe ich das Ding auch noch rausgebaut von der Stichsäge schon. Machen wir wieder rein. Ich habe das Teil an der Stichsäge am Anfang gar nicht drin gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber seit ich es gewöhnt bin, dass das drin ist wegen dem Absaugen, ist einfach gut. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war wieder für manchen von euch Entscheidungshilfe. Brauche ich das? Will ich das? Muss ich das haben? Müssen. Müssen. Es nicht brauchen. Aber Staubsauger brauchst du immer. Meine Frau sagt schon, wie viel Staubsauger brauchst du noch? Kannst du nicht genug haben. Aber der geht ja mit. Der geht ja mit zu meiner anderen Werkstatt in Italien. Also, passt es schon. So. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt, warum ich den Staubsauger vorher schon auspackt habe. Schreibt es uns bitte in die Kommentare, nächstes Mal wieder komplett auspacken. Nein, das war schon in Ordnung so, mach was du willst, wir schauen das sowieso so zu. Einfach bitte in die Kommentare schreiben, dann würde ich mich riesig freuen, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, vielleicht machst du noch ein Abo, mal schauen, wenn es dir gefallen hat. Weil es kommen ganz, ganz viele Geräte, stehen da noch, ganz viele Geräte kommen jetzt dann wieder. Und der Harry macht ja immer so ein Ding, seine Produktneuheiten für den Monat Oktober und so weiter, kommt ja immer, wenn was kommt, kommt es immer von mir und danach kommt dann die Fortsetzung, wo ich die Geräte auspacke und vorführe, ausprobiere. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendeinen Test machen sollen, wie er saugt. Wir haben gesehen, er saugt wie Zau. Dreck aufsaugen, denke ich, macht jeder Sauger. Manche haben geschrieben, wegen diesem Ausklopfen, das haben sie nicht reingebaut. Ich weiß es nicht, ob das bei dem jetzt irgendwie schwieriger war oder was, weiß ich nicht. Der andere Staubklasse hat das ja. Das habe ich aber noch gar nicht so richtig ausprobiert, muss ich sagen, weil ich habe bis jetzt nur das Unboxing-Video gemacht. Aber mir fehlt der Schalter jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ja, werden wir sehen. Aber ihr habt gesehen, wie er funktioniert. Ihr schreibt es uns in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, bleib wie du bist. Kümmert dich um dich und deine Familie, um dein Werkzeug, um alles, was dir wichtig ist. Und schalt nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, Akku rein, glücklich sein, Servus, das ist der Harry, ciao, ciao, macht es gut.